Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clashen ohne Angriff mit mir, dem Fred. Wir sind natürlich im Angriff-No-No-Account und das bedeutet, wir haben hier einiges zu tun. Warte mal. Ich hatte die Musik aus in der vorherigen Episode. Ich habe zwar andere Musik drunter gelegt, aber es ist auch immer ganz schön, wenn man so den Original-Sound hat dabei. Und was hat sich denn hier so getan? Es hat sich einiges getan beim kleinen Nono und zwar. Natürlich hat er immer noch keinen Angriff. Das ist logisch. Aber er hat jetzt den Babydrachen. Er hat den Babydrachen und er hat auch den Hund. Und er kann den Wutzauber Max spenden. Also da hat sich auf jeden Fall viel getan. Die Königin ist auch kurz vor Level 10. Der König wird gerade geupgradet. Da liegt er. Ansonsten habe ich immer noch diese Return Logo Base aktiv. Und wir können gleich eigentlich mal eben gucken, was wir jetzt hier forschen können. Was brauche ich? Bei diesem Account gucke ich eigentlich immer nur, was kann ich denn nehmen, um es dann irgendwie wieder zu spenden. Das ist eigentlich ganz wichtig. Ist auch alles noch so teuer. Ist alles noch so teuer. Deswegen würde ich eigentlich sagen, wir warten jetzt hier mal so ein bisschen ab. Wir gehen auch gleich noch in einen anderen Account. Da ist nämlich noch auf jeden Fall Spannung geboten im Mami-Clan. Aber natürlich Ehre, wem Ehre gebührt. Der kleine Nono-Fratz. Und ich würde mal sagen, wir gucken jetzt mal an, wie ist es ihm so ergangen bei den Angriffen. Ui, da sind auf jeden Fall einige coole Angriffe dabei auf den kleinen Nono. Aber wir werden jetzt mal sehen, was macht der Päcker. Aber die Tesla haben keinen erhöhten Schaden mehr gegen die Päcker. Das ist schlecht für mich jetzt hier gerade. Er geht jetzt erstmal von da vor. Ja, die Sprungfallen werden natürlich auch nicht ausgelöst durch die Päcker. Das ist auch logisch. Jetzt Wutzauber drauf, Drachen drauf. Aber hier unten, da hat der kleine Nono nämlich ein paar ganz besondere Geschenke. Nicht nur Geschenke, die da liegen, nein. Auch noch Geschenke in Form von Luftabwehr, das wird er gleich noch zu spüren bekommen. Er hat noch zwei Heilzauber. Jetzt ist er, ja gut, so viele Truppen hat er ja gar nicht mehr. Ich meine, er geht jetzt da noch drauf, nimmt sich jetzt oben noch so ein bisschen was. Der Bogenturm oben wird jetzt gleich draufschießen auf die Päcker. Aber hier unten geht es gleich rund. Er wird wahrscheinlich das Rathaus auch noch bekommen, vermute ich jetzt mal. Die Luftabwehr ist noch nicht da. Oh, der Luftfeger. Vielleicht tausche ich das mal. Vielleicht packe ich noch eine Luftabwehr. Ich glaube, ich packe die Luftabwehr noch ein bisschen näher da dran. Nein, das reicht. Es reicht nicht aus. Da ist nur eine Luftabwehr, aber er hat drei Drachen und das ist nicht so gut. Deswegen wird das Rathaus auf jeden Fall noch fallen. Aber ansonsten, guckt es euch mal an oben. Der kleine Nono hat kaum was abbekommen. Und da kommt der Drache schon. Da kommt mein Drache aus der Clanburg. Und der wird jetzt natürlich weder den anderen noch einheizen oder wird die Luftabwehr vorher schon die Drachen kaputt machen. Ah, er ist noch da. Er ist noch da und er kümmert sich um den Drachen des Gegners. Nämlich von Hydra Leagent. Ja. So, der nächste, der hier ist, das ist BBBoy59 von Team Kesso. Und er will oben angreifen mit Valkyren. Und da kommt direkt mein Drache raus und kümmert sich jetzt um die Valkyren. Na gut, klar. Valkyrie natürlich ziemlich stark, er hat sie erst auf Level 1. Magier Level 4, König Level 5. Jetzt ist natürlich die Königin an meinem Drachen dran. Will sich den Drachen schnappen, er kann sie nicht zünden, die Königin, weil sie erst Level 4 ist. Und jetzt, nein, der Drache hat sich nochmal gedreht. Ich dachte, der Drache läuft zur Königin und jetzt nochmal ein Gift. Du bist aber einer. Vergiftet er einfach meinen Drachen. Unglaublich. Auf der anderen Seite die Valkyren unterwegs, kümmern sich da jetzt um die Sammler. Oh. Der König ist noch am Start. Ich spule mal ein bisschen vor. Die Königin ist noch da, zusammen mit den Magiern. Aber so im Endeffekt, mein Dunkles ist wieder. Wird er sich mein Dunkles noch schnappen, der böse Fratz? Nein. Nein, mein Dunkles. Ich brauche das doch für die Königin. Ja, genau. Hat er noch einen Halszauber drauf. Die Frage ist, kriegt er noch das Rathaus? Das glaube ich nicht. Sprungzauber. Er setzt einen Sprungzauber neben das Rathaus. Ja, genau. Ja, genau. Das Problem ist ja, ich kann mich ja nicht rächen. Ich kann mich ja mit diesem Account nicht rächen. Das ist das ganz große Problem. Aber wir gucken auf jeden Fall noch einen Angriff an, beziehungsweise eine Verteidigung an. Bis gleich. Und der nächste. Ein asiatischer Kollege. Wir sehen wieder Päcker. Was machen die Päcker? Gehen auf den Magierturm drauf. Ja, gut, klar. Die schnappen sich jetzt natürlich was. Ich glaube, ich baue das mal so ein bisschen um, dass zumindest auf jeder Seite meiner Base so ein bisschen Verteidigung noch da ist. Das kann ja nicht schaden. Selbst wenn ich ja keine Mauern habe. Unten die Valkyren haben sich das Rathaus geschnappt. Die Frage ist, wird es ihm gelingen, zwei Sterne zu holen? Wir haben noch kein einziges Mal zwei Sterne gesehen hier. Das ist schon der dritte Angriff. Und das ist doch schon mal auf jeden Fall ganz erfreulich, wenn es keiner schafft. Aber es wird wieder knapp. Es sind noch wieder kaum Truppen, die er benutzt. Oh, jetzt noch die Päcker ein bisschen schneller. Oh, die Valkyren sind weg. Und die Päcker? Was machen die Päcker? Hauen jetzt noch auf das drauf? Wir hauen sie noch auf den X-Bogen drauf. Aber die, oh, die Kanonen sind so gut. Die Kanonen räumen richtig auf. Und das war's dann gleich für die Päcker, oder? Oder 48%.
48%. Wieder keine 2 Sterne kassiert. Na, mein lieber Nono. Na, mein lieber Nono. So, was haben wir noch? Haben wir noch eine Clanburg? Ja. Falls ihr mal Nono angreifen wollt, falls ihr ihn mal findet, erstens, ihr solltet ihn natürlich verschonen. Aber wenn ihr ihn nicht verschont, denkt dran, er hat einen Drachen und einen Ballon drin, das ist schon ziemlich gut. Und jetzt würde ich mir sagen, gehen wir wieder rüber, denn wir haben auf jeden Fall noch was zu tun in dem anderen Account, aber wir müssen mal eben noch ganz kurz gucken. Was ist das nächste, was wir überhaupt machen können? Das Schiff werde ich natürlich nicht machen, der wird ohne Nachtdorf erstmal bleiben. Sprungfalle, Bombe, warte mal, wann ist das? 8 Stunden. In 8 Stunden habe ich gesehen, 8 Stunden, 15 Minuten ist was fertig, ansonsten Clanburg. Oh, hat er was in der Schatzkammer drin? Ah, kann er ja nicht, ne? Er kann ja nichts drin haben, aber er freut sich schon sehr auf die Clan-Spiele. Da wird er zwar wieder nur die Minimum-Punktzahl wahrscheinlich holen. Trotzdem wird er wahrscheinlich gute Preise bekommen. Und das ist ja das, was wir wollen. Am besten irgendwie Runen. Oder was sagen die Medaillen? Medaillen hat er noch 300. 367, das ist natürlich super. Da kann man ordentlich Elixier und ordentlich Gold noch holen. Das ist auch wichtig. Aber ansonsten, ja, Trainingstränke brauchen wir nicht. Bauarbeitertränke, Forschungstrank brauchen wir nicht. Ressourcentrank können wir immer mal gebrauchen. Aber der Rest, da will ich meine Medaillen dann auch nicht für ausgeben. Und jetzt, Leute, gehen wir rüber. Bis gleich. Oh, nee, vergessen. Ich wollte ja noch umbauen. Hab ich vergessen. Du gehst weg und du gehst weg und du gehst weg. Der Magierturm kommt noch da. Dazu noch eine Kanone. Die stellen wir nach da. Das Lager tun wir mal weg. Du nach da. Hier noch ein Magierturm weg. Dafür kommst du dahin. Jetzt haben wir noch einen Magierturm übrig, ne? Jetzt haben wir noch einen übrig. Den tun wir nach da oben hin. So, jetzt ist das zumindest mal etwas ausgewogener. Die Clanburg könnte ich eigentlich auch tauschen damit. Ja, dann machen wir das mal so. Und dann werden wir das nächste Mal sehen, was hat's gebracht? Hat das was gebracht, dass ich das jetzt so getauscht habe oder nicht? Ich bin mal sehr gespannt. Also, kurzer Cut, wir gehen mal eben rüber. Bis gleich. Jo, Leute, es ist soweit. Wir haben einen Gegner gefunden, beziehungsweise nennen wir ihn doch mal ein Opfer. Ups. Wäre geil, wenn das mal noch geklappt hätte. Ja, bitte, 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 Riese, 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 1, 2, 3, so. Ich setze noch was hinterher, die sollen sich nämlich mal eben ganz schnell um den König kümmern, das wäre sehr nett. Setzen wir noch da welche hinterher, ja, 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 1, 2, 1, 2, da müssen wir auch noch was aufmachen. Ansonsten, 1, 2, 3, das reicht. Hallo, wieso, sprengt das doch mal offen, seid ihr blöd? Kriegen die nicht die Mauern offen hier? Kriegen sie nicht die Mauern offen, das ist unglaublich. Ich bin eigentlich noch die Kobolde gewöhnt. Deswegen ist das hier etwas schwieriger so. Schwere Geburt, aber es sieht doch, sieht schon ganz gut aus eigentlich. Das Gold ist fast weg. Das Elex ist fast weg, das Gold ist noch da. Das wird sich hoffentlich auch noch ändern. Kommt, Leute, jetzt den Magierturm. Das wäre noch sehr nett, wenn ihr das schaffen würdet. Wird leider nichts mehr. Ja, komm, wir nehmen die Belagerungsmaschine mit. Dann holen wir uns mal eben noch ein bisschen was. So, 1, 2, 3. Da noch hin. Zack, zack. Oh, die müssen sich unbedingt den Turm noch holen. Da. Schnell, 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 schnell. Den Bombenturm. Bombenturm und Minenwerfer, das wäre noch sehr gut. Ja, ansonsten 382.000 Gold noch da. Hier ist natürlich das oberste Ziel, dass wir die Saisonbank füllen. Das ist das mit Abstand wichtigste Ziel, was ich jetzt hier habe. Die Saisonbank muss unbedingt voll. So, Leute, die Helden können wir gleich eigentlich auch noch benutzen, ne? Ich hasse diese Armee, ey. Das ist echt blöd. Ich muss echt mal die Super-Kobolde aktivieren. Das ist viel einfacher. Das erspart so viel Ärger, wenn du die Super-Kobolde benutzt. Komm da noch drauf. Oh, der Drache in der Mitte ist weg. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das noch irgendwie hinbekommen. Die Gladi zünde ich schon mal eben. Okay, wir kriegen das Rathaus nicht. König kümmert, ja, König hat sich um die gegnerische Königin gekümmert. So, 124.000 Gold. Da ist noch Gold. Königin kann ich noch zünden, brauchen wir aber eigentlich gleich nicht mehr. Wenn ich das Gold noch kriegen würde. Komm, bitte, bitte, wenn ich das Gold noch kriege. Bitte, 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 bitte ein bisschen Gold noch, komm. Komm, ein bisschen noch, immer weiter. Dann, oh, das Dunkle noch. Ich das Dunkle da noch kriege. Dann und vielleicht die 70% dann für den maximalen Liga-Bonus, dann wäre ich schon zufrieden. Mehr wollen wir doch gar nicht. Das wäre doch absolut in Ordnung. 35er Königin, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Komm, Queen, mach. Piratenkönigin, sieh zu. Ich
Zünde schon mal eben, denn sonst ist gleich der Angriff vorbei und ich habe sie nicht gezündet. Ich meine, die zündet sich dann automatisch. Aber dann habe ich ja nichts mehr von dem Effekt. Ja, das sieht gut aus. Ja, 70%. Genau, Punktlandung läuft. Ist nicht natürlich nicht so viel wie in einem anderen Account. Aber ich habe hier auch die Schleichkobolde nicht. Aber habe ich vielleicht einen Trank? Habe ich vielleicht einen Supertrank? Habe ich, oder? Habe ich den? So, Freunde. Freunde der Sonne. Jetzt ist Partyzeit. Jetzt ist Partyzeit mit den Superkobolden. 10 Stück. 10 Mauerbrüche und dann ist Party. Dann ist Schleichkobold-Party. Ich finde Superkobold eigentlich viel cooler, den Namen, als Schleichkobold. Das wird seiner Stärke gar nicht gerecht irgendwie. Es ist ein richtiger Schleichkobold. Nein, das ist ein Superkobold. So, wir fragen mal eben an. Guck mal eben drauf. Was machen wir im Labor? Was mit Dunklem habe ich gesagt, ne? 119.000 kostet der Bowler. Den würde ich so gerne haben. Oh, so knapp. Warte mal. Yes, okay. Das passt auf jeden Fall. Kleine Fratzel, wo bist du? So, Bowler geht hoch. Perfekt. 7 Millionen Elex. Was machen wir denn damit? Mauern, oder? Mehr kann ich eh nicht machen. Warden dauert 4 Tage. Ich kann sonst nichts. Nö. Nö, 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 nö. Können wir nichts mehr machen? Dann bauen wir mal eben. Aber warum kann ich die nicht aktivieren? Was ist denn hier los? Was ist hier los? Layout bearbeiten. Wo? Wo ist was gespawnt, was mein Magierturm mir nicht spawnen lassen will? Hallo? So, 1, 2, 3. Nein, das passt nicht mehr. 4. So. Jetzt aktivieren wir das und gucken mal nach. Ach, die sehen so gut aus. Ja, lauft. Beilung. So, next. Ah nee, können wir gar nicht. Ich bin blöd. Das bringt überhaupt nichts. Ich erkläre euch auch, warum das jetzt nichts bringt, das bei der Base zu machen. Denn wir machen das hier, damit die Mauern natürlich auch alle am Stück sind. So, 1, 2, 3 und 4. Oh, das wird doch so langsam, Leute. Na, wer sagt's denn? Das wird so langsam. Okay, das sind nur 212.000. Ich hatte gerade echt im Kopf, das wäre mehr gewesen. Das ist ja echt fast gar nichts, ey, okay? Dann lohnt sich das doch. Dann können wir doch... Nein, kein Gold. Oder? Doch, Gold auch. Gold können wir auch machen. Warum nicht, oder? Gold, klar. Mit Gold können wir doch auch machen. So, du kommst weg. Da können wir nämlich die Mauer hier direkt auch noch mitmachen. Für 1,7 Millionen. Jetzt machen wir den Fratzel nämlich auch noch eben. Ja, das läuft. Ja, wie gesagt, Leute, die Mauern werden hochgezogen, aber die Verteidigungsgebäude bleiben auf jeden Fall so, wie sie sind. Das bleibt alles so. Gold brauchen wir. Ja, stimmt. Brauchen wir gar kein Gold. Kann ich ja alles dafür ausgeben. Den kann ich eigentlich ein bisschen verschieben nach da. So. Kann ich diese ganze Reihe machen? Nein. 2,9. Okay. Komm, bitte. 2,125. Ja, es wird doch so. Wo ist das Mauerstück? Da vorne. Jetzt machen wir mal einmal Übersicht hier. Ja, das wird schon. Wir können ja trotzdem mal einmal ganz kurz gucken. Ich entferne mal alles. 53 Stück. Yes. Und wir können nochmal einmal angreifen. Und dann denkt dran, Leute. Gleich auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall einmal zurück. Wir müssen auf jeden Fall einmal noch bei den Mummies gucken. Und vergesst auch nicht, ein Like dazu was alleine schon für Nono. Lasst für den kleinen Nono auf jeden Fall ein Like da. Für den kleinen Nono-Account. Er ist doch, ein sehr cooler Account und er kommt richtig gut voran. Okay, den nehmen wir mit. Er kommt wirklich richtig gut voran, der kleine Mann, der kleine Nono. Das muss man ja mal so sagen. Der macht sich echt gut. So, ich habe so viele Barbaren. Was mache ich denn mit den ganzen Barbaren hier? So, da oben noch drauf. Ja gut, klar, König und Gladi an der Seite. Das mache ich mal eben damit kaputt. Ja, na gucken wir einfach mal. Wir haben jetzt alles außen gesetzt. Der König vom Gegner ist kaputt. So. Jetzt holen wir uns mal im besten Fall natürlich mal etwas Loot. Ist klar. Ich habe schon fast so viele Freezes habe wie Matthias. Also Matthias wäre wirklich stolz, dass ich hier 8 Freezes habe. Ich brauche sie nur jetzt gerade nicht. Wir holen uns das Rathaus noch, oder? Wollen wir das mal machen? Wollen wir uns das Rathaus noch holen? Das machen wir. Brauchen wir noch irgendwas zu freezen? Ja, das freezen wir mal. Und das freezen wir auch.
Oh, das wird wieder so knapp. Komm, 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 komm. Okay, es reicht, es reicht, es reicht, es reicht. Kein Grund zur Panik. Ich wollte nur den Bonus noch haben. Kein Grund zur Panik. Ah, war ein bisschen viele Zauber, die wir noch ausgegeben haben. Bei 4.900 Dunkles. Ja gut, 50.000 Bonus. Das ist auch in Ordnung. So, was macht der Pass? Der Pass sagt, wir haben noch einiges zu tun. Der Pass sagt aber auch, ja, es geht schon. Saisonbank, es wird. Es wird. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal darüber in den Fredericksson-Account. Bis gleich. Ja, okay. Den muss ich dann doch noch eben mitnehmen, weil wir... Ja, hier kriegen wir das echt, glaube ich, hin, dass wir das mitnehmen, ohne besonders viel halt, ja, einzusetzen. Ich, warte mal. Warte mal. Ich nehme mal die Riesen mit. Wenn die Riesen nämlich die Luftabwehr zerstören, kann ich mal eben hier... Moment. So, zack, zack. Ich will das mal eben schnell kaputt machen. Wenn wir das da kaputt machen, dann können wir gleich auf jeden Fall vielleicht noch... Wir können dann vielleicht noch die 50% mitnehmen. Das ist jetzt gerade Sinn der Sache. So. Freunde, da noch drauf. Ja, der kümmert sich schon darum. 2, 3. Ja, wir können jetzt mal eben ganz schnell das hier kaputt machen. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir noch ein bisschen mehr machen. Warte mal, den nehme ich auch nochmal mit. Hier gibt es auch noch was umsonst. Oh, ein Tesla. Oh, Katapult. Passt aber auch, Luftfeger. Alles gut. Ah, den Tesla da oben haben wir nicht mehr ganz bekommen. Okay. Was sagt das denn? 18%. Alles noch in Ordnung. Ein Schleicher reicht dafür erstmal, um einiges wegzumachen. Wir dürfen ja auch nicht, wir dürfen nicht vergessen, wir dürfen die Adlerdef nicht wecken. Das will ich nicht tun. So, 24, 25. Ja, komm Leute, komm. Oh, Katapult. Ah, ich wollte schon gerade sagen, hat mich das Katapult gesehen? Hat es. Oh mein Gott. Dein Ernst? Nein! Ich fall noch drauf rein. Ich bin so blöd. Ich fall auch noch drauf rein. Da ist bestimmt auch was, ne? Ja. Wer hätte das gedacht, dass er da was versteckt hat? Wer hätte das gedacht? Na gut, wenn du das so haben willst, Kollege, dann kannst du es haben. Wenn du es so haben willst, dann meinetwegen kannst du es haben. 1, 2, 3, 4. Ich will ja nur den Loot haben. Ich will auch nur den Loot. Ansonsten, ja, nehmen wir den Rest aber auch noch mit, oder? Würde ich mal sagen. Mir ist noch ein bisschen was übrig. Wir haben es ja. Wir gehen aber von dieser Seite. Ich möchte unbedingt das Katapult zerstören. Komm, Beeilung. Das ist eigentlich ein bisschen zu viel Aufwand, den wir jetzt hier betreiben, aber es ist in Ordnung. Ich habe Schweine in der Clanburg. Ah, das war ein Fehler. Ich hätte keine Schweine in die Clanburg tun sollen. Ich wusste nicht, dass ich Schweine in der Clanburg habe. Das wusste ich nicht. So, komm, Rathaus kaputt, ist kaputt. So, König. Das reicht aber. Pass mal auf. Zack, zack. Nein, nicht dahin. Da oben hin. Der hat aber auch echt überall... Alter, der Typ hat überall was hingepackt. Das ist ja nicht sein Ernst, ey. Echt überall hat er was hingepackt. Komm, König, schnapp dir wirklich noch ein bisschen was. Bitte zur Ehrenrettung. Ja, jetzt noch ein bisschen Nuggles noch. Ja, und der Warden trickst ihn einfach mal aus. Hahaha, und die Adlerdef ist zu langsam. Bedeutet, wir könnten es vielleicht noch schaffen auf 4. 3, 2, 1, 120 noch, ne? Ja. Ist egal. Boah, 3 Zauber eingesetzt. Ich hab nicht gedacht, ich wusste nicht, dass ich Schweine drin hab. Und ich kann euch auch sagen, warum ich Schweine in der Clanburg hab. Das ist ganz einfach zu erklären. Warte mal. 6 Stück, 8 Stück, 10 Stück. Ja, normale Mauerbrecher. Ich weiß. Ich müsste sie mal wieder aktivieren, die anderen Fratzel. So. Also ich zeige euch jetzt nochmal eben schnell, warum ich denn eben Schweine in der Clanburg hatte. Das liegt nämlich an dieser Anfrage hier. Ja, ich fahre 120 Schweine nach Beirut. Es ist schon toll, was man für Loot nicht alles tut. Wer kennt das Lied, ne? Von Mike Krüger? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, 69,68, 20 Minuten, Zeus hat angegriffen. Also, wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, schreibt ja bitte in die Kommentare. Hashtag ja bitte, da weiß ich Bescheid. Dass wir da morgen nochmal drauf eingehen und dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.